Willkommen beim Vergleich des Sony Xperia Z3 und des Apple iPhone 6 Plus Smartphones. Beide wunderschöne Geräte, man könnte fast sagen im gleichen Preisspektrum, allerdings geht es hier hundert Euro weniger los und der Speicherplatz ist erweiterbar, schon mal ein großes Plus für Sony. Das Display ist allerdings auch kleiner mit nur 5,1 Zoll gegen 5,5 Zoll. Wenn ich sie beide auch nebeneinander halte, seht ihr auch den größten Unterschied gleich und dadurch ist natürlich das Apple vielleicht schöner zum Lesen. Hier drehen sich vor allem auch die Dinge mit, das hat noch Google nicht eingeführt bei den größeren Smartphones, nur bei Tablets, aber geschwindigkeitsmäßig müsste Sony schneller sein, denn wir haben hier 4 Kerne mit 2,5 GHz drin und der A8-Prozessor von Apple hat nur 1,4 GHz und das zweimal dank Dual-Core. Ansonsten natürlich grundsätzlich unterschiedliche Betriebssysteme, wie ihr merkt, aber wir haben zum Beispiel bei Apple mal wieder hier sehr gute Lautsprecher, die noch besser sein sollen wie vorher. Sony hat sogar 2 Lautsprecher hier drin, die werden wir dann gleich mal vergleichen mit dem gleichen Song und der maximalen Lautstärke. Wir haben bei beiden Metallgehäuse, bei Sony nur außenrum, hinten und vorne Glas. Apple hat natürlich hinten sowie auch vorne Metall beziehungsweise vorne auch Glas, wobei kein Gorilla-Glas bei Apple und auch nicht bei Sony, also doch Kratz. Die werden leichter zu kratzen. Bei den Kameras haben wir hier 8 Megapixel, hier 20, 20,7 genau zu sein heißt. Sony ist da vielleicht ein bisschen besser, bis auf den Blitz, der nur eine Farbe hat. Die 2 Farben von Apple sollten besser sein für mehr Einsatzmöglichkeiten, also bei verschiedenen Helligkeiten oder Licht. Das entsprechend dann vorne findet, wenn ihr ein Foto schießt, die vorderen Kameras hier 1,2 und hier 2 Megapixel, also die werden wir jetzt auch einfach mal vergleichen, indem ich hier die Kamera aufmache und hier muss ich eigentlich nicht nach der Kamera suchen, denn ich habe sogar einen dedizierten Kameraknopf hier, der auch unter Wasser funktionieren wird. Da kommen wir zum weiteren Sprichpunkt, Sony Z3 funktioniert auch unter Wasser. So, wie ihr sehen könnt, das ist ein bisschen rötlicher, das ist ein bisschen bräunlicher, ich weiß gar nicht, was hier besser ist. Das schaut vielleicht ein bisschen realitätsgetreuer aus, aber ihr könnt natürlich mit manuellen Einstellungen hier alles Mögliche noch ändern. Bei Apple habt ihr dafür umso wenige Einstellmöglichkeiten. Hier könnt ihr einfach nur ein Foto schießen oder die Leiste oben so nach unten holen, damit ihr es leichter erreicht. Mit 2-mal unten drauf tippen. Ihr könnt den Blitz ausmachen, HDR oder sagen, ihr wollt ein Bild erst später schießen. Oder ihr könnt die Helligkeit ändern, indem ihr hier drauf einen Fokus setzt und dann hier hoch und runter zieht. Hier entsprechend die kleine Sonne. Genau, wenn wir uns die Vorderkamera kurz anschauen, hier drehe ich sie einmal und dann hier drehe ich sie auch einmal, dann sehen wir, dass bei Sony hier das Bild ein bisschen schneller reagiert und wir auch wieder hier ein bisschen rotstichlicher sind und vielleicht sogar ein bisschen unschärfer, obwohl eigentlich von Apple die vordere Kamera unschärfer sein sollte. Kann allerdings auch mit dem Licht zusammenhängen, das heißt, hier ist der Low-Light-Sensor einfach viel, viel besser, wobei, wenn wir bei beiden ein Foto schießen, ich mache es jetzt mal, eventuell das Ergebnis doch besser ist, denn die Vorschau ist manchmal, genau hier seht ihr es auch, da ist überhaupt kein Krisen mehr drin, die Vorschau ist einfach manchmal unfair. So, ich habe vorhin über Musik gesprochen, mehr will ich euch danach gleich nicht zeigen, außer dass wir hier 7,1 mm in der Dicke haben, hier 7,6, also das Sony Sticker hat allerdings mit einem 3100 mAh auch riesengroßen Akku, hier sind nur 2900 drin und bedenkt, das Display ist größer. Wobei wir bei beiden die gleiche Displayauflösung haben, also wir sind beide ultra scharf, aber das Sony noch schärfer. Zudem haben wir bei Sony die Möglichkeit per NFC uns zu paaren, zum Beispiel mit Bluetooth-Lautsprechern, wie hier dem Ultimate Ears Boom, das werde ich auch gleich dann machen, nachdem ich NFC angemacht habe und nachdem wir hier ein bisschen Musik abgespielt haben auf beiden, und zwar den gleichen Song, Black Widow von Iggy Azalea, und jetzt spielt sie auch schon ab. So, ihr habt's gehört. Jetzt nochmal hier, gleiche Szene. Ich würde sagen, Sony klingt nicht unbedingt besser, ist eher ein bisschen leiser, aber was wirklich cool ist, wie gesagt, ihr könnt einfach hier zum Beispiel das jetzt machen, NFC paaren, und dann kann ich hier mit dem wuchtigen Sound von dem Bluetooth-Lautsprecher hier, nachdem wir verbunden sind, connecting, jetzt, so, und hier hat auch schon einen Unterschied, wobei man sich natürlich auch mit dem iPhone verbinden kann per Kabel oder wenn ihr den komplizierten Bluetooth-Prozess einmal durchgeht.
Weitere Funktionen will ich jetzt gar nicht erläutern, das meiste ist nämlich Android-basiert, deswegen das war der kurze Vergleich mit dem Sony Xperia Z3 und dem Apple iPhone 6 Plus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beide schöne Geräte, aber ich würde lieber Sony nehmen und noch einen Bluetooth-Lautsprecher dazu kaufen, vom gleichen Preis wie bei Apple, denn hier können wir einfach den Speicher erweitern. Übrigens, wir haben auch noch mehr Arbeitsspeicher drin, aber lest euch einfach die technischen Daten in den Online-Webseiten durch, wenn ihr wirklich alle Details ganz genau wissen wollt. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.